Willkommen zurück zu einem neuen 5 Minuten Freitag Video. Eigentlich war abgemacht, dass Marc diese Videos erstmal alleine macht, aber mir kam gerade diese Idee, dass ich über dieses Thema, über das wir heute sprechen, ein bisschen was zu erzählen habe. Also habe ich mir gedacht, ich nehme heute die Kamera und mache es einfach mal selber. Also tut mir leid, wenn das Video noch nicht so professionell ist, weil das ist das erste Mal, dass ich alleine vlogge. Also das Thema, über das ich heute sprechen will mit euch, ist: Wie werde ich ein digitaler Nomade? Das kann man jetzt ganz schwer nur in 5 Minuten verfassen, aber ihr bekommt jetzt so einen groben Einblick darüber, wie man überhaupt ein digitaler Nomade wird. Es ist tatsächlich so, dass es immer einfacher jetzt wird mit der Zeit. Wie ihr alle wisst, sind die Unternehmen immer digitaler geworden. Das heißt, man hat gute Chancen, wenn man bereits beim Arbeitgeber in Deutschland ist, dass der sich vielleicht sogar darauf einlassen würde, dass du ein digitaler Nomade im Ausland wirst. Digitaler Nomade zu sein bedeutet halt einfach, dass du von überall aus arbeiten kannst. Das heißt, ob du jetzt in Thailand sitzt, ob du auf Bali sitzt oder wo auch immer, gar kein Problem. Du hast deinen Laptop dabei und kannst von überall aus arbeiten. Dabei gibt es verschiedene Formen, das zu machen. Du kannst es einmal halt für, wie gerade erklärt, für den deutschen Arbeitgeber machen. Da kannst du dann einfach dir vorher entweder einen neuen Job suchen bei einem neuen Arbeitgeber, ganz einfach über Facebook-Communities, über Jobbörsen, über die lokale Zeitschrift oder Word-to-Mouth, also einfach durch Kontakte oder wie auch immer. Also es ist halt eigentlich relativ einfach. Ich persönlich würde einfach mal in Facebook-Gruppen reingehen, digitaler Nomade suchen und dann schauen, was für Jobs da angeboten wird. Da gibt es immer verschiedene Facebook-Gruppen, ganz, ganz viele, in denen digitale Jobs angeboten werden. Ansonsten kann man als Freelancer arbeiten. Das bietet sich vor allen Dingen für die Leute an, die eine bestimmte Expertise haben. Zum Beispiel wären das Informatiker oder Leute, die gut im Managementbereich sind. Genau, Leute, die programmieren können, die Unternehmen digitalisieren können, solche Sachen. Die können gut als Freelancer arbeiten für verschiedene, mehrere Unternehmen und dann halt einfach im Ausland arbeiten. Das macht ja keinen Unterschied, ob du das von zu Hause aus machst oder halt aus dem Ausland aus. Oder du fängst zum Beispiel an, für ein Startup zu arbeiten, das sich bereits im Ausland befindet. Das wäre dann die Möglichkeit, dass du zum Beispiel nach Bali fliegst und einfach mal in den Cafés und so weiter dich mit Leuten connectest. Hier auf Bali leben unfassbar viele digitale Nomaden-Experts, die jeden Tag in Cafés, es gibt super viele Working-Cafés, also wo die Leute zusammen arbeiten, hier. Von daher, da kann man einfach hingehen, fragen, was macht ihr so? Die Leute hier sind super offen und reden auch besonders gern darüber, was die als Beruf machen, weil hier alle wirklich super dedicated sind. Also die lieben das, was sie tun. Und da es da so viele von gibt, ist es auch tatsächlich immer so, dass man Leute trifft, die neue Leute fürs Unternehmen suchen. Oder man hat hier auch sehr, sehr viele Influencer, Instagrammer, YouTuber, was auch immer, die Leute suchen, die ihre Videos schneiden, die helfen bei dem Marketing, die helfen beim Social Media Management und ansonsten auch einfach ein eigenes Unternehmen zu gründen. Auch hier leben super, super viele Leute, die im Fitnessbereich sind, ganz, ganz viel Selbstentwicklungssachen, Online-Coaches, solche Sachen. Also Coaching ist zum Beispiel ja ganz, ganz viel online mittlerweile. Yoga-Coaches, das sind auch solche Berufe, die man ganz einfach, also nicht ganz einfach, sondern die man selber machen kann, wenn man die Expertise dazu hat. Du brauchst alles, was du brauchst, ist eine Kamera im Endeffekt, deinen Laptop und dann kannst du eigentlich loslegen. Und ich würde euch empfehlen, einfach mal zu schauen, vielleicht bei Google zu schauen, was für digitale Nomadenberufe es gibt. Und dann einfach zu schauen, in welcher Expertise liege ich. Oder alternativ schauen, ob es momentan Jobangebote von deutschen Arbeitgebern gibt, die interessant für einen selber wären. Also grundsätzlich seht ihr, dass der Schritt von dem Arbeitgeberverhältnis in Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis in Deutschland zu dem digitalen Nomaden überhaupt nicht weit ist eigentlich und dass es wirklich für jeden möglich ist. Das Einzige, womit man natürlich leben muss, ist, dass man wahrscheinlich kleine Einbußen beim Gehalt machen muss,
Aber das kommt auch auf deine Expertise an. Man kann natürlich auch noch mehr verdienen als in Deutschland, wenn man in einem Bereich besonders gut ist, zum Beispiel als Informatiker. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr dazu noch irgendwelche anderen Fragen habt. Dann beantworten wir die gerne im nächsten Video. Und das war's jetzt mal dazu.